Das Wetter mies, die Kinder in Not, denn es fressen sie die Ratten tot. Keine Ahnung, ich hoffe nicht diese Folge. Hallo Leute, Plague's Tale. Ich bin Dennis und wir Scheiße. versuchen Da drüben, jetzt mal... da ist einer mit Helm. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Wir versuchen uns mal an Lord Helmchen vorbeizuschleichen. Vorher sammle ich aber noch... Alkohol ist ein Lebensretter in der Not. Bin hier aber fast voll mit Alkohol. So, der durchsucht da schön. Ist die Frage, ob ich dann überhaupt was machen muss mit dem. Ich habe Säure am Start. Kann ich die von... Nee. Da muss ich schon schnipsen. Nimm den Helm ab. Was war denn das? Kollege. Und der andere kriegt gar nichts mit. Vollidiot. Na gut, aber den werden wir jetzt mal, würde ich sagen, da mal hinlenken. Was war das für ein Geräusch? Dann kann ich mal gucken, was er da so an Loot-Gegenständen hat. An Schätzen. Oh, wieso? Wieso bist du so ein Arsch? Ach, komm. Ah, ich war zu gierig. Ja. Neustart. Kontrollpunkt. Ihr kennt das Spiel. So, natürlich muss ich den netten Herrn jetzt wieder ausschalten. Ah, ich weiß, was zu tun ist. Ich weiß ganz genau, was zu tun ist. Dann setzt er seinen Helm ab. Helm ist ab. Kopf ist ab. Dann... Zack. Das Problem ist, wenn das Schleichen so nervig wird irgendwann. Also so... Ne, so ungnädig. Also sprich, wenn es häufiger dazu kommt, dass ich Sachen nochmal machen muss. Nicht. Ich sollte mich beruhigen. Was hat er? Ah, sei Peter. Oh, schön. Nein, ich wusste. Hey, was tust du denn da? Das Spur könnte wichtig sein. Aber hier sind überall Spuren. Seht ihr das beleuchtete Fallgitter da drüben? Das ist unser Ausgang. Hört zu, Amis. Premier Nicolas, schätze ich einen Dreck um eure verdammten Wildschweine nach dem Reinfall im Lager von Plantagenet. Durchkämmt das Gebiet, findet Hugo de Rue und tötet die anderen. Sofort! Uh-oh. Wir suchen immer noch nach mir. Gut mitgedacht, Hugo. Du bist Hugo. So, wir sind immer noch zu dritt unterwegs. Ich habe halt Angst, dass das Spiel jetzt so ungnädig wird, was die Schleichmechanik angeht, dass ich immer mehr dazu getrieben werde, mit Amicia einfach Leute umzubringen. Und so möchte ich sie eigentlich nicht spielen. Ich weiß, dass es höchstwahrscheinlich bei so einem kleinen Spiel wie dem hier keinen irgendwie langfristigen Nachteil hat, Leute zu erschießen mit der Schleuder. Könnt ihr mir gut vorstellen, dass das jetzt keine Mechanik hat, die irgendwie sagt, nach so und so vielen Morden gibt es ein anderes Ende, ein schlechteres Ende oder so. Ich denke mal, das wird eher nicht so sein. Aber ich möchte trotzdem, ich meine, das ist ein 14-jähriges oder 15-jähriges Mädchen, das jetzt nicht unbedingt als Massenmörderin angelegt ist, als Psychokillerin, die irgendwie soziopathisch durch die Gegend läuft und völlig gefühlskalt irgendwie Leute umlegt. Ich würde sie schon gerne eher so spielen, wie sie ja halt auch eigentlich gedacht ist, nämlich als verängstigte ältere Schwester, die auch nicht besser weiß als ihr Bruder, was hier eigentlich abgeht. Ich komme nicht bis da hinten hin. Das ist ein bisschen scheiße. So. Der sieht mich aber auf jeden Fall, wenn ich... Ach, ich kann ihn... Doch, doch! Hahaha! Kein Ablenken. Ich habe etwas gehört. Ich bin doch nicht blöd. Geh doch mal. Du bist natürlich ein bisschen blöd. Geh mal dahin. Kinder sollen die Engländer ganz schön auseinandergenommen haben. Ja. So eine Explosion habe ich noch nie erlebt. Wir sind halt krass. Wir klingeln jetzt noch die Ohren. Aber wir haben den Halunken erwischt. Ein junger Dieb, der den Derungs geholfen hat. Okay, scheiße. Der Bruder von dem... Da
kann er sich Mädchen, was uns begleitet. Wüsste er nichts über den Jungen, hätte man ihn sofort zu Frischfleisch verarbeitet. Ja, er weiß doch gar nichts über den Jungen. Scheiße, scheiße. Doch, er weiß was, klar. Er war ja mit... Nein. Später. Der hat sich ja mit Lukas getroffen, mit dem Zauberlehrling, der uns begleitet hat vorher. Und der hatte ihm ja irgendwie das... keine Ahnung, Blaue vom Himmel versprochen. Wenn er und seine Schwester uns helfen. Natürlich wird ihnen das nichts bringen, uns zu helfen, aber das konnte der Bruder hier von der Melli ja nicht wissen. So, ich brauche doch hier gar nicht ablenken, oder? Ich komme doch hier einfach rum. Ach so, ja klar, ich komme natürlich nicht ganz einfach rum. Ja, spätestens hier irgendwo werde ich ja dann gesehen, wenn ich versuche, jetzt hier weiterzukommen. Oder reicht das schon von der Entfernung? Scheint so, ne? Jetzt warte ich noch, bis der Kollege da hinten sich umdreht wieder. Genau, und dann husche ich. Das Gitter ist unten. Es gibt immer einen Nebeneingang. Okay. Das wäre ja praktisch. Ja, da wollen wir durch. Durch das Gitter. Jetzt brauchen wir einen Nebeneingang. Was ist das überhaupt für eine komische... Ist das eine Brücke oder sowas, ne? Ja, klar. Da! Da nichts wie raus hier. Ja, da stehen ja bestimmt auch nur Wachen auf der Brücke. Los. Aber egal. Sehr freundlich von euch, eure Hoheit. Hab schon lange keine Ratten mehr gesehen. Wo sind die eigentlich hin? Oh, da ist er, oder? Vorsichtig! Da ist Lukas! Bald kommt der Karren. Lukas ist das. Das ist unser Zauberlehrling. Alchemistenlehrling. Zauberei gibt's ja hier nicht. Hast du noch was von dem Devorantis? Ja! Dann los! Schieß ihm den Helm vom Kopf! Gut, 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 gut. Wenn es mir schon befohlen wird, dann bin ich natürlich am Start. Was? Zack. Was war das? Ein Headshot war das. Ich bin so froh, euch wiederzusehen. Headshots ins Gesicht. Lukas, my friend. Bin gut, dass man immer noch Salpeter findet, dass man neues Devorantis herstellen kann. Ja, ich war im Käfig und dann gab es eine riesige Explosion. Boom, dann sind wir zu Mellies Haus. Und sie hat viel geflucht. Das habe ich gehört. Entschuldige mal. Was ist mit dir, Lukas? Alles gut? Könnten wir das unterwegs besprechen? Oh, nicht so ungeduldig. Oder sollen wir Beine und Braten rausholen? Was ist das hier eigentlich, ein Kindergarten? Abschlachten. Alles voller Was Kinder. Was meint ihr? Du hast recht. Gehen wir. Das Chateau sollte nicht mehr weit sein. Na dann los. Kommt, es ist nicht mehr weit bis zum Aquädukt. Auch so mit dem Mystery-Setting, wird das jetzt hier so Stranger Things? Ich habe einigen Ärger gehabt. Sag bloß. So die ganzen Teenager. Du hast ganz vergessen, uns von der Inquisition zu erzählen. Dann hättet ihr meinen Vorschlag nicht akzeptiert. Den mit deinen angeblich reichen Freunden? Wir finden schon eine Lösung. Erzähl das meinem Bruder. Den finden wir doch wieder. Das erzähl doch nicht. Das kriegen wir doch problemlos hin. Was ist hier passiert? Etwa ein Unfall? Ein Karren der Inquisition. Die Ratten. Da drin ist sicher etwas, das wir gebrauchen können. Wie sollen wir da nur vorbeikommen? Oh, Amicia, ich habe etwas für dich. Ich habe Ignifer weiterentwickelt. Zu Luminosa. Luminosa? Mitten in die Ratten und... Na, du wirst schon sehen. Okay. What is happening? Salpeter, Alkohol und Leder. Alles gut vermischen. Gerne doch. Okay, das ist jetzt... Nee, das Ignifer... Ah, Luminosa. Erschafft eine starke Lichtquelle. Also praktisch die, nicht Brandbombe, sondern wie nennt man das? Blendgranate. Genau. So, das ist aber wahrscheinlich ultra wertvoll. Kann ich mir vorstellen. Boom. Luminosa. Das brennt in den Augen. Das hat sie pulverisiert. Brennt das nicht auch an den Füßen, wenn man da durchrennt? Nein, egal. Lukas, der Karren ist randvoll mit alchemistischen Zutaten. Das ist nur logisch. Die Inquisition. Sie hätten nicht von der Makula gewusst, wenn sie keine alchemistischen Texte gelesen hätten. Was ist denn die Makula? Ach so, die Krankheit. Oder was auch immer der Bruder hat. Aber diese der Hugo. Karren werden uns noch nützlich sein. Okay, aber ich kann immer noch nichts upgraden hier. Es fehlen ein paar Sachen. Ein bisschen Stoff fehlt. Hier fehlt ein bisschen...
dies und das. Also es ist, ja, ist immer nicht so viel, aber gerade Stoff fehlt viel. Da habe ich leider nichts. Na gut. Und Salpeter habe ich halt zu viel, ne? Scheiße. Wobei, ich kann ja mal was aus Salpeter herstellen. Brauche ich da überhaupt Salpeter? Warte mal. Hier brauche ich Salpeter. So. Dann kann ich das nämlich wenigstens noch mitnehmen. Dann liegt das hier nicht so rum. So, weiter. Wir sind fast da. Na, endlich. Das Ackerdukt. Mann, jetzt erklär ihm doch mal, dass das Aquädukt heißt und nicht Ackerdukt oder Akiduk. Ja. Mal gucken, wie viele Sprechweisen dafür Hugo noch hat. Ackerdukt. Legen wir das Ackerdukt drauf? Hugo, es heißt Aquädukt. Na, danke. Oh. Aquädukt. Aquädukt. Sehr gut, Hugo. Kann sie ihn nicht mal loben? Wo ist dein Bruder? Ich will nicht darüber reden. In Ordnung. Den finden wir schon wieder. Jammer nicht. Achso. Da bin ich wohl gefragt. Mademoiselle Schleuderino. Oder Schleuderina. Oh, gut gesehen. Ja. Ich bin halt eine ganz feine. Komm, hoch mit dir. Na gut. Lalala. Aber die Blumen im Haar sitzen. Also Amicia, zu jeder Zeit perfekt was? Frisiert. Selbst bei so einem Wetter. Ist das alles? Hier ist nichts. Da geht's weiter. Lukas, sag nicht, dass das alles umsonst war. Ach komm. Nein, nein. Laurentius war ein kluger Mann. Das ist der Trick eines Alchemisten. Gold wird aus Blei geboren. Die Tür öffnet sich nur dem, der den Schlüssel hat. Sowas in der Art. Hm. Wie wär's mit nutze deine Augen, bevor du den Mund aufmachst? Ja, wär eine Lösung. Gut gemacht. Ich. Amicia? Oh. Los, jetzt sind wir schon so weit gekommen. Das ist mein Mädchen. That's my girl. So. Sind wir jetzt im Aquädukt? Oder sind wir einfach nur im Felsen und das Aquädukt hatte überhaupt keinen Sinn? Huh, wir sind einfach nur im Felsen. Wow. Aber schöne Höhle, wow. Ich war tatsächlich mal in Frankreich im Urlaub in so einer Höhle. Die sah gar nicht so unähnlich aus, so von ist der Art her. Ist das Meer? Nein. Ja, ja, das ist das Meer. Das sich im Untergrund gesammelt hat. Hugo, hey, das ist das Meer. Das ist der Pazifik. Dieser Ort wurde von Menschen benutzt. Direkt wir sind in auf dem Südfrankreich. Weg. Aber tatsächlich diese Tropfsteinhöhlen, diese riesigen, ausgedehnten, aber eher flachen Tropfsteinhöhlen, die gibt es tatsächlich gar nicht so selten in Frankreich, aber auch gut in gemacht. Anderen europäischen Ländern. In Kroatien waren wir auch mal in sowas drin. Das ist schon immer sehr cool. Vor allen Dingen, weil die ja normalerweise wirklich Stockduster sind. Also eine das hier ist ja jetzt hell, weil hier so das Boot wird mit einem Seil bewegt, Löcher dass man selbst ziehen im Dach muss. Sind. Da ist eine in der Decke. Kurbel. Aber normalerweise sind die ja wirklich einfach nur stockdunkel und wenn Menschen da heute nicht irgendwie Lampen Lukas. Reingebaut hätten oder mal eine Taschenlampe dabei hätten. Ja, dann wäre das. Das Wasser ist grün. Ja, weil da wäre es unmöglich, irgendwas zu sehen da drin. Ich sammle mal hier noch Sachen ein. Ja, Salpeter ist voll, Leder ist noch nicht voll. Das ist euer gut. Soll ich einsteigen? Wie wär's mit. Ja. Komm. Ah. Ja, ich Hugo, geh vor. Steig ein. Hoffentlich können sie schwimmen. Na, Hugo, bestimmt nicht. Was habt ihr denn mit uns gut vor? Los geht's. Wow. Hugo, nicht ins Wasser fallen, ne? Ich sehe gar keine Fische. Oh, das liegt an dem Monster. Was, ein Monster? Ja, natürlich. Unterirdische Seen sind verzaubert. Riesige, uralte Monster schlummern in ihren Tiefen. Und sie sind furchtbar hungrig. Aber der ist doch nur einen Meter tief. Ja gar nicht. Wenn ihr Monster wären, dann würden wir Luftblasen sehen. Du hast mich erwischt. Mama hat immer gesagt, dass Monster nur Dinge sind. Dinge sind. Dinge, denen wir nie einen Namen gegeben haben. Ja, das hat sie mir auch erzählt. Ich würde eigentlich gern mal ein Monster sehen. Nee. Du hast schon genug Ratten gesehen. Reicht das nicht für ein Leben? Also, du hast mehr gut, Ratten gesehen als hier ich. Steigen wir aus. Und ich habe schon eine Menge oh, Ratten gesehen. Also in kurz. Echt jetzt. Ich weiß. Wir haben im Keller sind Ratten. Die anderen dran. Da wohnen wirklich gar nicht mal so wenige. Aber
Jetzt natürlich nicht so wie hier im Spiel. Es gibt hier keine Monster, aber vielleicht ein Wal. Wale sind ziemlich groß. Ja, aber ein kleiner? Ein kleiner Wal. Ein scheuer Wal, der sich nicht gerne zeigt. Er ist scheu, weil er so klein ist. Aber er ist bestimmt sehr hübsch. Sind peinlich. So, ihr seid dran. Hüpf ins Boot. Wird jetzt echt diese ganze schöne Höhlenkulisse nur dafür benutzt, dass wir hier einmal mit dem Boot durchfahren und... Ihr könnt loslassen. Kann ich jetzt? Dass wir mit dem Boot durchfahren und ein bisschen über Wale reden. Also nicht, dass ich was gegen Wale hätte, aber... Oh, die beiden verstehen sich, glaube ich, gleich viel besser. Ich hatte Angst. Ich... Wer stirbt hier? Erzähl doch nicht. Das liegt hinter uns. Aber dafür gehört mir alles, was mir in der Burg gefällt. Abgemacht? Na gut. Was für eine Burg? Liegt eine Burg vor uns? Warum hat mir keiner etwas von einer Burg gesagt? Das Chateau ist doch gar keine Burg. Was laberst du? Oh, was laberst du? Na gut, liebe Leute. Das Chateau liegt vor uns. Keine Ahnung, ob es vor uns liegt. Vielleicht liegen auch noch 20 Minuten Berg vor uns. Aber auch das werden wir überstehen. Und im dichten Felsgestein gibt es zumindest weniger Ratten. Glaube ich zumindest. Also ich als Geologe kann sagen, es ist schwierig für eine Ratte, sich durch so Granit durchzubeißen. Aber wer weiß, das hier scheinen ja keine normalen Ratten zu sein bei A Plague's Tale. Gut, Leute. Au revoir und bis zum nächsten Mal. Ciao.